Hey Leute, was geht? Ich habe heute ein neues Video für euch und heute geht es um eine SPC-Karte, die mich sehr überrascht hat. Es geht um Kazuyoshi Miura. Wer den nicht kennt, das ist der älteste Fußballspieler, den es gibt. Der ist 54 Jahre alt und spielt in der ersten japanischen Liga. Das könnte theoretisch das letzte Jahr sein, wo er in FIFA ist, denn Yokohama FC, sein Verein, ist momentan auf dem letzten Platz und die Saison ist im Winter zu Ende. Dementsprechend könnte das letzte Mal sein, dass er in FIFA ist und er hat eine Moments-Karte bekommen, aber vielleicht bekommt er auch irgendwann eine Icon, man weiß es nicht. Dazu bekommt man auch noch Nakamura, der, wie ich finde, auch sehr cool aussieht, aber Miura an sich sieht auch sehr stark aus. Die SPC kostet um den Dreh 110.000. Wenn ihr nur Miura haben wollt, kostet euch das 50.000, aber ich würde sagen, wir gehen einfach mal in die Stats rein und man sieht sie schon, geboren 67, ziemlich krank, dass der noch in FIFA ist und auch spielt, denn der ist tatsächlich älter als die meisten Icons. Er ist 1,77 groß. Das ist jetzt natürlich nicht groß, aber auch nicht klein. Das ist eigentlich in Ordnung. Was mich sehr begeistert hat, waren die Arbeitsraten. Wenn ihr vielleicht im Benzema-Video das gesehen habt, dann seht ihr die Arbeitsraten hoch, niedrig. Das ist immer sehr gut und das verspricht auf jeden Fall immer Erfolg. Sieht auch gut aus bei Ronaldo und bei Benzema. Also wenn ihr da irgendwie Referenzen wollt, da habt ihr sie. 3 Sterne Skills finde ich ein bisschen schade. Er ist als relativ kleiner und wendiger Spieler sehr beweglich und hat ein gutes Dribbling, aber durch diese Skills ist man da doch ein bisschen eingeschränkt. 4 Sterne schwacher Fuß ist aber wiederum sehr gut und wir gehen einfach mal in die Stats rein. Natürlich nicht der schnellste, aber auch nicht der langsamste. Also 85 Antritt und 88 Sprintgeschwindigkeit ist in Ordnung. Ich habe ihm Hunter gegeben. Ich hätte ihm im Nachhinein vielleicht auch eher ein Engine geben sollen, um halt dieses Tempo ein bisschen zu pushen, aber auch noch das Dribbling ein bisschen hochzuhauen. Wir sehen jetzt hier das Dribbling an sich sehr gut, also da kann man nicht meckern, aber auch nichts Weltbewegendes bei irgendeinem Stats. Also Beweglichkeit 85, bei so einem kleinen Spieler kommt das natürlich immer noch mal ein bisschen besser rüber, aber ein bisschen mehr wäre da schon echt nicht schlecht gewesen. Dann hier mein Highlight, der Schussstat, 96 Stellungsspiel, sehr gut, vor allen Dingen mit den Arbeitsraten dazu, sehr nice. Abschluss super, Schusskraft und Weitschüsse sind okay, Volleys und Elfmeter sind auch voll okay. 94 Feder noch dazu, kann man machen. Aber ich würde sagen, wir gehen einfach mal in die Clips rein und gucken mal so, was hier so abgeliefert wird. Und ich würde sagen, wir gucken uns einfach mal an, wie sich so Miura spielen lassen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang, was mich am meisten überzeugt hat, waren halt wirklich die Arbeitsraten und dazu diese Schusskraft, die er hat. Er hat zwar, glaube ich, nur 83 Schusskraft und Weitschüsse, aber das sah an sich sehr gut aus und hat sich auch sehr gut angefühlt. Also die Schüsse waren platziert und waren auch sehr stark. Also da, vielleicht liegt es auch am Hunter, aber die Stats sind auf jeden Fall sehr gut und der Schuss ist auf jeden Fall mehr als ausreichend. Was mir dann aber nicht gefallen hat, war halt wirklich, er ist halt sehr klein und dementsprechend auch eher wendiger. Wegen diesem Bodytype. Also er hat Ähnlichkeiten zu Messi von diesem Körper, aber er ist nicht so beweglich und er fühlt sich auch manchmal... Also er fühlt sich beweglich an, aber durch diese 3 Sterne Skills hat man da irgendwie so eingeschränkte Möglichkeiten. Das ist ganz komisch, aber das ist halt leider so. Wenn er 4 Sterne Skills hätte, wäre das, glaube ich, nochmal eine Nummer anders. Aber durch die 3 Sterne Skills tatsächlich eher ein Nachteil. Dazu finde ich jetzt nicht, dass er wirklich schnell ist. Er ist natürlich ausreichend schnell, aber so als kleiner Spieler wäre es ja ganz cool, wenn man sich von den Abwehrspielern richtig lösen kann. Das ist bei ihm tatsächlich ein bisschen problematisch. Man muss halt wirklich immer mit Steilpässen arbeiten. So durchlaufen mit ihm kann man tatsächlich gar nicht, weil die Gegenspieler halt immer rechtzeitig da sind, weil er halt nicht so wirklich schnell ist. Er ist natürlich 54 Jahre alt, ich will da gar nichts anderes erwarten, aber in der Weekend League oder so wäre es tatsächlich dann schon wieder problematisch, weil Leute wie Kimpembe und so dann tatsächlich nur von den Stats her relativ, sag ich mal, minimal langsamer sind und den dann sehr einfach aufholen. Und das ist tatsächlich ein Problem. Also sein Tempo ist schwierig, da muss man mit umgehen, aber seine Schussstats sind sehr gut. So, das ist natürlich die andere Seite. In der Luft ist er auch sehr ungefährlich, also ich habe, glaube ich, kein Kopfballtor mit ihm gemacht. Allerdings hat er den ein oder anderen Kopfball gegen Außenverteidiger gewonnen, sodass ich quasi ein Tor machen konnte, weil er als Vorlagengeber galt. Das sieht man jetzt hier auch. Also ich habe den Kopfball gewonnen und er hat dann die Vorlage gemacht. Ziemlich schwierig. Ich würde ihn nicht spielen. Er ist natürlich eine coole Karte und auch aufgrund seiner Liga ziemlich schwierig einzubauen. Man hat natürlich Nakamura, man hat Nakata, aber die Frage ist, wer hat die beiden denn? Also Nakamura hat man wahrscheinlich, aber Nakata dann schon eher relativ schwierig und die Frage ist dann auch, lohnt sich das wirklich, weil so gut sind die Karten nicht. Und ich würde einfach mal sagen, darauf gehe ich nochmal genauer ein, wenn wir uns jetzt mal gucken, wie ich ihn denn so insgesamt finde.
So, dann sind wir auch wieder hier und wie schon angedeutet, also es ist schwierig, ihn wirklich einzubauen. Ich habe es jetzt auch nur geschafft, weil ich Blanc und Veyron hatte. Mit einem Nakata sehe das natürlich anders aus, aber die Frage ist, ist Nakata wirklich gut genug, dass man damit in einer Weekend League oder so zockt? Natürlich ist das ein witziges Team, das sind witzige Spieler. Ist nur was anderes, mit einem Nakamura oder mit einem Jura zu spielen. Aber ich weiß nicht, ob die dann wirklich besser sind als Leute wie ein Ronaldo oder sogar einfach nur ein Flashback Benzema. Also würde ich einfach mal sagen, schwierig. Also für den Spaß kann man sich natürlich gerne machen, wenn man gegen Freunde spielt oder wenn man einfach entspannt ein Team bauen möchte, was nicht jeder hat. Dann sind das auf jeden Fall Karten, die sehr geil sind. Dazu muss gesagt sein, ich hatte mit Nakamura, glaube ich, ein 10-mal besseres Gefühl als mit Miura. Dementsprechend, Nakamura ist wirklich sehr, sehr stark. Miura an sich, gute Karte, aber das war's auch. Also 50.000 Coins. Es gibt wahrscheinlich Spieler für 50.000 Coins, die besser sind. Ich glaube auch, dass man, wenn ihr ein Beispiel wollt, der Edwards, der Signature-Spieler aus England, rechter Flügel, portugiesische Liga, auch quasi relativ schwierig einzubauen, aber trotzdem sehr gut. Denn Miura an sich ist eine gute Karte, aber er hat zu viele negative Punkte, die in Footchamps oder in Division Rivals ein Problem werden könnten. Das ist tatsächlich ziemlich ärgerlich. Also er ist nicht schnell genug, er hat ein 3-Sterne-Skills, er ist nicht wirklich stark. Also das ist natürlich kacke und auch ein bisschen unlucky vielleicht für den einen oder anderen. Aber der Schuss, der ist gut, wirklich sehr gut. Wenn er zum Schuss kommt, kranke Sache. Und er hat natürlich auch diese Arbeitsraten, die ihm helfen könnten. Also, ich gebe ihm preis-leistungstechnisch eine 8 von 10, vielleicht 7 von 10. 50.000 Coins ist momentan ja noch relativ viel, weil man für, keine Ahnung, für wie viel bekommt man Messi 500? Also, momentan sind die Spieler sehr billig und eine 50.000 Coins SBC ist da vielleicht erstmal eine Überlegung wert. Qualitätstechnisch bekommt er von mir auch eine 7. Er hat halt wirklich einen guten Schuss, er kann gut passen, die Arbeitsraten sind sehr gut, aber er ist halt nicht wirklich schnell genug, um wirklich durchzurennen. Er überläuft natürlich sehr gut, das muss man auch natürlich einstellen in den individuellen Taktiken, aber er wird jetzt nicht durch die Abwehrreihe laufen und uneinholbar sein, das ist auf jeden Fall nicht so. Wenn ihr einen Spieler sucht, der genau das kann, dann würde die Flashback-Karte von Benzema, also wenn ihr da irgendwie nicht sicher seid, ob ihr die Karte wollt oder ob ihr mit der Karte spielen wollt, dann guckt euch auf jeden Fall mein Benzema-Review an. Das wird euch hoffentlich einiges erleichtern und ich würde sagen, Benzema ist tatsächlich besser als Miura. Miura aber an sich auch eine gute Karte. Also wenn ihr eine spezielle Karte haben wollt, die nicht jeder hat, die vielleicht mal ein bisschen abwechslungsreich ist, dann macht die beiden. Ist auf jeden Fall sehr spaßig gewesen, mit denen zu spielen. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und bis zum nächsten Mal.